Oh, ah, das Auto muss ja jetzt einen Schaden genommen haben. Guten Abend, Kameraden und Kameradinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der heutigen Übung hier in Wegberg-Löschzug 1. Wir machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Let's Master, den Kanal, wenn es um Emergency geht. Und ich versuche heute wieder ein paar Einsätze zu absolvieren. Letztes Mal war ja eine BMA und ein Fehlerladen, da konnte ich euch nicht viel zeigen. Das war eigentlich ziemlich doof für den Anfang, das habe ich mir eigentlich so nicht vorgestellt. Das ist jetzt auch meine dritte Versuchsaufnahme heute, weil ich bis jetzt nur Fehlalarme hatte. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich hoffe, wir können das heute ein bisschen besser machen. Ich bin gespannt, was kommt. Und ich freue mich, dass ihr wieder zahlreich hier mit eingeschaltet habt. Und da ist schon der erste Flächenbrand. Feuer 2. Da kann ich euch ein bisschen was zeigen. Weltalarm, jetzt gehen wir die Sirenen an. Es wird wieder ein bisschen laut. Ich werde versuchen, nachher ein bisschen runter zu regeln, damit ihr es nicht mitbekommt. Und dann warten wir mal, bis die ersten Leute kommen. Und wir losfahren können. Zum Flächenbrand. Und es geht weiter. Alles wird hier alarmiert. Ja, das war's. Ich hoffe, das ist... War's doch nicht. Und noch einmal Weltalarm. Einmal drumherum. Komm, du kannst einmal einsteigen. Wir nehmen das Halef natürlich mit. Und eigentlich brauchen wir ja dann ein LF20. Ich meine, das wird sinnvoller. Ich guck einfach mal, was kommt. Ja. Wie sieht der Plan für die Zukunft aus? Ich möchte gerne einmal die Woche, jeden Donnerstag, ein Wegberg-Video rausbringen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Und ich möchte gerne einen zweiten Mod, der soll entweder Montag oder Dienstag kommen. Daher brauche ich noch Vorschläge. Wenn ihr mir einen Mod empfehlen könnt, bitte schreibt dies in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, auf Facebook, auf Twitter, wo ihr gerade seid. Dort werde ich auch mal aktuelle Infos posten und natürlich auch tolle Bilder, die ich gemacht habe. Würde mich freuen, wenn wir uns da auf den sozialen Plattformen wieder begegnen. Und wenn euch dieses Video natürlich gefallen hat, später dann einen Daumen hoch oder ein Abo da lassen, ihr verpasst dann nichts mehr. Da haben wir schon zweimal drin, das lassen wir so. Dreimal ins Halef, da kommen noch ein paar mehr Leute rein. Vielleicht kriegen wir auch alle ins Halef rein. Ich weiß nicht, momentan sieht so aus, als kommen nicht gerade viele. Der danzt hier noch ein bisschen ab. Und ich freue mich schon, euch das erste Feuer zu zeigen. Ich hoffe, das ist diesmal wirklich ein Feuer. Nicht so wie die letzten Male. Eventuell müssen wir auch noch nachalarmieren. Das sehen wir dann erst, wenn wir da sind, vor Ort. Oh, da kommt noch einer. Komm, zieht euch schnell um. 6 Mann, die 2 Mann nehmen wir noch mit. Ihr könnt ja schon mal rausfahren. Status 3. Wir sind auf dem Einsatzweg. Dann könnt ihr schon mal rausfahren. Und ihr, flotter, flotter, es brennt. Ich hoffe, es ist kein Menschenleben in Gefahr. Wer sonst auch gemeldet, ist ja noch ein Flächenbrand. Dürfte nichts passieren. Dann haben wir 7, 8 Mann. Besser wäre natürlich 1,8, also 9 Personen. So viel wie halt hier drauf passen. Aber ich glaube, da kommt keiner mehr. Wenn noch einer kommt, ist halt Reserve, wird der Pech gehabt. Und ich würde sagen, ein bisschen spärlich besetzt für 18 Uhr, muss man ja sagen. Aber wer weiß, was dazwischen gekommen ist. Und dann würde ich sagen, dann rücken wir mal aus. Natürlich mit allen Pipapo. Ja, der vom Bauamt, das ist ein Bauamt vom Straßenbetrieb, der steht natürlich da perfekt. Super gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall. Wieder Weltalarm, sehen wir uns dann auf der Map. Der gibt dir ja richtig Gas, komm. Und dort sind wir schon auf der Einsatzmap. Ich hoffe, da brennt es wirklich, jawohl. Unser erstes Feuer. Es brennt ein Baum. Und ich sehe Tele 4000, kommt auch noch. Wollte gerade sagen, das war natürlich nicht unser Fahrzeug, was da gerade im Hintergrund war.
Und das Schöne ist, wir haben halt hier wirklich mehrere Hydranten zur Auswahl. Also von der Wasserversorgung her soll es gut klappen. Und ich würde sagen, ja, mit dem HLF und mit dem ELW kriegen wir das ganz gut hin. Und dort kommen schon die Einsatzfahrzeuge. Dann können wir natürlich direkt loslegen. Er soll natürlich ein bisschen noch weiterfahren, von der Gefahrenquelle entfernt. Du stellst dich bitte hier vorne hin, natürlich ausreichend Abstand. Einmal die 4 drücken und die 5, wir geben direkt eine Rückmeldung. Auch einmal die 4 und dann bitte Personal aufsteigen. Habe ich jetzt die 5 hier gedrückt? Wir drücken sicherheitshalber nochmal. So, da steigen alle aus. Ich würde sagen, einmal erste Lagemeldung, Feuer, brennt Baum. Brauchen natürlich keine. So, einmal Verteiler setzen und dann werden wir noch direkt anschließen. Du nimmst dir bitte einen Schlauchtragekorb und du nimmst dir bitte einmal das Standrohr. Jetzt müssen wir mal gucken, hier tummeln sie sich alle. Wer hat jetzt hier was? Okay, du setzt den bitte den Verteiler da. Du hast das Strahlrohr, genau. Dann würde ich sagen, einmal anschließen. Pumpe nicht. Ach stimmt, sorry, ich muss ja den Mechanisten noch. Ja, der muss ja noch die Pumpe. Ah ne, der muss ja erstmal die Haspel runternehmen. Sorry, lange nicht mehr gespielt. Bin ein bisschen außer Übung, lange kein Feuer mehr gesehen. Komm, nimm die Haspel raus. So, komm, einmal nehmen. Oh je, da fängt schon der zweite Baum an zu brennen, aber ich denke, das wird kein Problem sein. Und dann die zweite Haspel. Oh, das entwickelt sich noch zu einem Großbrand. Das wäre natürlich ein Mega-Fail. So, du kannst jetzt einmal die Pumpe starten. So, Pumpe nicht gestartet. Kommt da noch Nachschub? Ich höre die ganze Zeit im Hintergrund. Sirenen, ich weiß auch nicht mehr. Warum ist die Pumpe denn nicht gestartet? Was dauert denn da so lang? Die Pumpe ist doch gestartet. Jetzt, wollte sagen, ihr fackelt alles ab und er sagt mir, die Pumpe ist nicht gestartet. Oje. Komm, anschließen, einmal ankuppeln und dann dran mit dir. Einmal Standrohr. Ich würde sagen, du nimmst ja bitte noch ein zweites Strahlrohr. Okay, Standrohr ist dran und dann wollen wir es natürlich mit dem Fahrzeug verbinden, damit wir auch kein Problem im Wasser bekommen. So einfach ist das, ist alles noch voll. Wasserversorgung ist aufgebaut, sehr schön. Und du hast alles. Offiziell brauchen wir natürlich bei den Flächen dran kein AT. Ich meine, da passiert ja nichts. Sound ist wieder so laut. Wir gucken uns das Feuer an, schönes Bild. Ja, so, das wird mir schon gut gefallen. Hast du ein bisschen Thumbnail. Also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt. Komm, nun zu anderen Schreiber. Ja, wir können ja drei, wir können ja ein paar LF3C-Schläuche, ein B brauchen wir nicht. Ich glaube, hier gibt es doch gar kein B-Rohr. So, du hast ein Hohlstahlrohr. Und dann bitte einmal anschließen. Oh, hier ist ein Wichs und Großbrand, aber der Vorteil ist, es kann natürlich nicht weiter ausbrechen wie bis hier. Wir müssen da keine Bäume. Ja, ich muss schon sagen, dafür, dass es zuerst ein kleiner Flächenbrand war, hat es schon gut entwickelt. Mein Fehler, tut mir leid. Ich bin aber auf jeden Fall nächstes Mal wieder richtig drin im Thema. Aber dafür sehen wir jetzt ein bisschen was. Ich weiß, wir können ja nochmal eine, obwohl ich will noch nicht, eine Lagemeldung abgeben, dass das voll unter Kontrolle ist. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge für weitere Modifikationen habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich bin über jeden Hinweis dankbar. Ich weiß nicht, soll ich noch jemanden anfordern, dann kriegen wir es so hin. Ich würde sagen, wir fordern noch was an. Zumindest das LFC noch kommt. Ich glaube, das wird ein bisschen was größer.
Toll, aus einem kleinen Fläschchen rein wird ein großer. Das Telefon, was hier gerade klingelt, hört ihr natürlich nicht. So, schnelle Nachalarmierung. Ich hätte gerne das LF20. Löschzug 1, Anfahrt mit Sonderrecht und dann einmal alarmieren. Der erste Baum scheint schon gleich gelöscht, gelöscht zu sein. Oh, alles schön und voll dran. Ja, wir haben es geschafft. Ich würde schon fast sagen, Feuer unter Kontrolle. Die arme Kuh hier, ja. Die guckt das Feuer auch an und da kommt wieder Weltalarm. Wasserdruck steht natürlich hier. Das heißt, Druck, so Druck gibt es ja nicht, auch von selbst, was ich hier immer einen Mann am Steuer hat. Ist jetzt ein ganzer FPV von 7, die 7-3, sorry. Ja, zweite Bombe ist gelöscht. Boah, wie schön sich das hier entwickelt. Sehr schön. Ich bin mal, wie lange die brauchen, ob sie ankommen, bevor wir jetzt fertig sind. Wasserversorgung steht. Ist alles supi-dupi. Ja, da haben sie sich gerade ausgemeldet, haben leider nichts gehört. Sind aber auf dem Weg, ich hoffe, die sind voll besetzt. Ah, die Kuh meldet sich schon. Ich hoffe, sie kommt jetzt nicht mit der Rauchvergiftung weg. Ansonsten müssen wir noch mit Rettungsdienst schließen. Hier an diesem schönen Samstagabend, das extra für euch aufnehme. Bis jetzt gefällt mir die Lichtbox sehr gut. Oder bloß fängt wieder an zu brennen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auf der anderen Seite mal hier was setzen. Das heißt, zweite LF20 sollte sich hier auf die Wiese stellen. Dann können wir von hinten angreifen. Aber ich bin mal gespannt, nicht, dass sich die andauernd wieder entzündet. Und das ist ja nicht unter Kontrolle. Wir müssen warten, bis es kontrolliert abbrennt. Ich meine, es war ja noch ein kleiner Flächenbrand, der gemeldet wurde. Ah ja, es ist was Größeres. Oh, da kommt das. Hä? Oh? Ja? Ich weiß jetzt nicht warum. Da auf einmal so viele stehen. Ich hab sie nicht alarmiert. Werden die automatisch mit alarmiert? Ich weiß gar nicht. Hm. Komisch. Naja, ich fange erstmal an, hier alles hinzusetzen. Fährt der wieder weg? Ich weiß nicht. Die zweite kann ja hier. Ein bisschen näher dran, würde ich sagen. Fährt zügig. Oh, 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 oh. Oh, wow, wow. Ah, das Auto muss ja jetzt einen Schaden genommen haben. Ich würde sagen, es ist ein bisschen gefährlich. Auf jeden Fall einmal die 4. Einmal die 4. Wir müssen natürlich Bescheid sagen, dass alle jetzt da sind. 4. 4. Und natürlich einmal Personal aussteigen. Diesmal mal keine Haspel hinten dran. Ja, wir kennen das Feuer allein nicht gelöscht. Wie sind die da zu dritt? Wollte schon sagen. Du kannst schon mal die Pumpe starten. Und du nimmst ja bitte ein Strahlrohr. Und du nimmst ja bitte den Verteiler. Hier können wir gleich schon machen. Da können auch schon mal die ganzen Leute aussteigen. So, da ist der Verteiler. Den Verteiler setzt du bitte, ja, ich würde sagen hier. Du müsstest jetzt, ja, ja, das hier da. Und dann brauchen wir natürlich einen mit dem Schlauchtragekorb. Ja, da. Da müsste es klappen. Die hüpfen hier alle so durch die Gegend. Das ist echt schön. Okay, einmal hier dran. Und dann vorne, damit wir Wasser haben. Jetzt weiß ich nicht, warum er sich nicht da befüllen lässt. Das ist natürlich sehr unvorteilhaft. Hier müssen wir gleich mal gucken. Wir fangen mal mit dem hier an. Wo ist der Maschinist? Du nimmst bitte erstmal die Haspel runter. Alle sehen Ruhe. Hat keinen Helm an, ist natürlich so gewollt.
So ist es ja laut UVV. Ich würde sagen, wir kriegen das Feuer so nicht unter Kontrolle. Ein Rastbild auch unternehmen. Ich verstehe nicht, warum der da nicht anschließen möchte. Nimm den nochmal auf. Okay, du hast. Kannst du da hinsetzen, damit der Erfolgsverteiler ausgibt, wenn die Position oder Verteiler aufgestellt werden soll. Okay, du nimmst bitte einmal Strahlrohr, du nimmst bitte einmal Verteiler. Ich würde gerne wissen, warum der das hier... Probieren wir es mal hier aus. Boah, ist ja laut. Einmal hier aufbauen. Ich verstehe das nicht. Ich kann dazu echt nichts sagen. Ich hoffe, das sieht jetzt hier besser aus. Einmal da anschließen. Ah ne, war falsch. Einmal abschließen. Gut. Ja, da funktioniert es. Frag mich bitte nicht, warum das nicht funktioniert. Er ist so laut. So, der löscht auf jeden Fall schon mal. Jetzt mal hier ein Hydrat nehmen. Schön gemütlich. Die Kuh, die kommt auch mal näher. Feuer ist anscheinend noch nicht unter Kontrolle. Du nimmst hier bitte noch ein Strahlrohr. Und du nimmst hier bitte noch ein Strahlrohr. Einmal anschließen. Und nochmal anschließen. So, jetzt kümmern wir uns um das Problem hier. Ich meine, da drüben hat es ja auch funktioniert. Ach ja, es kann vielleicht daran liegen. Warte. Wir rüsten einfach den mal mit dem Schlauch aus. So, du hast ja einen genommen. Anschließen. Und irgendwie ist da was kaputt. Ich weiß nicht was. Und als nächstes holen wir uns den hier ran. Und der soll mal nach hier hinten fahren. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich bin mit meinem Wissen am Ende. Hier alles aussteigen. Der soll bitte einmal die Pumpe starten. Vielleicht können wir mit dem Wasserwerfer hier ein bisschen arbeiten. Er hat ja oben einen drauf. Guck mal, wie schön das Rolle hochgeht. Ja, muss dafür einer einsteigen? Ich weiß es nicht. Ey, soll weiter löschen hier, hallo? Ja. Warum kann er nicht so viele ungeklärte Sachen? Ich würde sagen, nehme ich einfach mal einen Feuerlöscher. Und löscht so. Ist natürlich nicht die klassische Variante, aber irgendwie scheint ja nicht zu funktionieren. Ihr könnt ja auch mal alle aussteigen. Vielleicht klappt es ja hier ein bisschen besser. Du kannst ja schon mal die Pumpe starten. Du nimmst dir das Strahlrohr und du den Verteiler. Boah, der Sound, der ist hier so laut. Du löscht den.
sind da. Hier kann ich ihn aufstellen. Ich will nicht sagen, aber das funktioniert einfach hier nicht. Langsam kommen wir hier bis zum Ende. Wasserversorgung steht. Ja, verstehe ich nicht, warum der nicht hier. Naja, egal. Ah! Oh je! Ich bin so doof! Ich bin so doof! Okay, hat's erledigt! Wir sind so gleich fertig! Letzten Baum löschen, dann war's das! Obwohl, hier fängt die an! Da! Oh oh! Das ist total, mach das hier aus! So, und damit ist das Feuer gelöscht. Ich bedanke mich, dass ihr alle da gewesen seid. Wenn es euch Spaß gemacht hat, bitte Daumen hoch. Abonniert mich auf Facebook, auf YouTube, überall da, wo es mich gibt. Und ich würde mich freuen über Mod-Vorschläge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.